Wir probieren eigentlich in der Verbindung Kultur und Arbeitswelt neue Bilder aus in Berlin. Also Bilder für uns, für eine Berliner Gesellschaft und für ankommende Leute, die ganz konkrete Visionen geben, wie man zusammenkommen, zusammenwachsen kann. Und da ist das Moment von Arbeitswelt entwickeln ein ganz wichtiger Kulturfaktor. Das verstehen wir als kultureller Tauschhandel eigentlich auch in der Gesellschaft. Neue Leute aufnehmen und sie in Prozesse von Arbeit und Stadtentwicklung zu integrieren. Und die Brache hier ist ein ganz gutes Feld, weil sie ist mitten in der Stadt und diese Idylle gibt aber gleichzeitig so Raum für Visionen. Und zusammen haben wir jetzt so mit 12 jungen Leuten aus Westafrika meistens eben über anderthalb Jahre so eine Vision entwickelt und das ist dieser Landschaftsgarten hier geworden. Und interessanterweise, die eine Hälfte ist ein aktiver Friedhof, die andere Hälfte ist eine Friedhofsbrache und auf der Friedhofsbrache gibt es dieses Projekt, die Gärtnerei, initiiert worden von Raumlabor Berlin und Schlesischer 27. Und die haben quasi diesen gesellschaftlichen Freiraum, den der kirchliche Grund und Boden in Berlin bietet, genutzt, um ein erstmal nicht kommerzielles Kunstprojekt zur, könnte man auch sagen, Gentrifizierung einer Friedhofsbrache zu veranstalten. Das hat, glaube ich, zu einem Zeitpunkt angefangen, als mehrere hundert Geflüchtete in kirchlichen Gebäuden, unter anderem auf Friedhöfen in Kirchen, lebten. Kann man aus dieser Situation des Wartens auf irgendwelche Bescheide, kann man die fruchtbar machen. Wie man eben im Film sehen kann, wie das zusammenkommt. Zwei Transformationsbewegungen. So kam quasi dieser Ort in Transformation zu diesem Zustand von Geflüchteten in Transformation. Das kam eben einfach zusammen. Und das war eben auch genau unser Grundinteresse. Auf dem Feld, also hinten, wird die Kirche selber eine Unterkunft eröffnen, die dann die Arbeit hier in der Gärtnerei zusammenführt, auch mit der Sozialarbeit in dem neuen Unterkunftsgelände. To begin with, I'm going to make a permaculture garden in a cemetery, and I'm going to work with refugees, which means they come and work with us as a beginning, so that they could go on and move on their lives after getting some of the German education and some work practice that they can get from us. We have education, which is German language courses, workshops where we have either working in the garden, as you can see, and we have also a small workshop where we build the greenhouse. It's as democratic as possible. It's as voluntary oriented as possible. We're learning from what we've done in the past and educating ourselves and improving, and hopefully it will go on for a while. I learn German. I work here in this garden. I get a little bit something for this garden. For me also it's good because I cannot go sleep or just without work. This is for me, bring me nothing. I like this. And other my friend also. Das Bild ist ja ganz real, wenn ihr jetzt hier vorbeispaziert, ihr guckt rein und fragt euch, was passiert hier. Also gärtnerische Arbeit, afrikanische junge Männer, die hier mitten in Berlin anfangen, Landschaft zu gestalten, zusammen mit Berlinerinnen, mit Nachbarn, das aktiv werden und in einer sichtbar anderen Rolle in Berlin mitzuwirken als in der klassischen abwartenden Flüchtlingsrolle. Was sollen die dürfen, was nicht? Dieses Dürfen und was nicht wird so ein Stück weit übersprungen, weil man Tatsachen geschafft hat. Also man hat ein neues Landschaftsbild, eine Veränderung, eine sichtbare Veränderung. Das, was jetzt ganz besonders spannend ist, etwas, was ich gerne Terrain vague nenne, nämlich dass es ist nicht mehr das, was es mal war, es ist aber auch noch nicht das, was es sein wird, sondern es ist etwas dazwischen. Und das ist meistens so ein Raum, in dem solche temporären Ausprobierprojekte, von denen die Gärtnerei eins ist,
also eben auch Platz haben. Deswegen glaube ich auch der Titel Terra Nova, ein zu besiedelndes Feld. Jeder, der da ist, soll sich beteiligen dürfen, aber man muss das aushandeln. Also hier soll nicht jeder machen können, was er will, sondern man muss schon einen Konsens finden. This year I think we've learned the lesson of saying, okay, what's relevant to the guys? Let's ask them what they like to do. We'll try to help them as much as possible. Not because we have all this help, but we can only help them if we know what they need. Different people come here. We meet many people. We have now a lot of friends, communicate with people. A little bit also our situation now is changed a little bit, not like before. Now we start. We start since last year, and until now also we do it, our job not finish, and we do it slowly, slowly, until we find our way. Sanusi, der hier auch mitarbeitet im Garten, ist bereit, heute jemandem eine individuelle Gartenführung zu geben, den Garten zu zeigen. Diese Dame und Sanusi, ihr könnt nachher zusammen den Garten anschauen. Ist es ein soziokulturelles Projekt oder ist es städteplanerisch ein künstlerisches Thema? Das interessiert uns mittlerweile kaum mehr. Also wir sehen das eher als eine vielleicht ganz kluge Reaktion auch von Kunstschaffenden, von Kulturleuten, dass man in so ganz pragmatische gesellschaftliche Strukturen eingreift und Neues herausformt, was in der schwierigen Umbruchzeit einfach auch so wie ein Gefäß bildet für Leute, um zusammenzukommen. Es geht, glaube ich, darum, sich auf diesen Prozess einzulassen, des Nachfragens. Was bringt denn der oder die jetzt eigentlich mit? Und kann das hier ein Ort sein, wo das mal ausprobiert wird? Und dann kann man ja immer noch entscheiden. Und es wird sich von selbst herausstellen. Das ist das, was uns in dem, was sie dieses Jahr gedreht haben, zusammen mit dem Gartenteam auch interessiert hat. Nicht alle Erfahrungen sind positiv mit Medien, mit, auch mit Künstlern, die nach einer schnellen Verwertung suchen. Und für viele war dann die Tatsache, dass darüber gleich ein Film gedreht wird, relativ neu. Das war etwas, womit sie keine Erfahrung hatten. Dass man das also dokumentiert, also dass man sich ihrem Leben widmet. Das war aber ein sehr langsamer, aber ein sehr freundlicher Prozess. Wir versuchen zu formulieren, was wir machen, warum wir das machen und warum wir die Leute dafür gewinnen wollen und brauchen. Und dann müssen wir uns natürlich erstmal fairerweise anhören, was sie interessiert. Wir haben versucht, Menschen ins Gespräch miteinander zu bringen und haben eine bestimmte Anzahl von Themen festgelegt. Es gibt Soziologen, es gibt Künstler, es gibt Pfarrer, es gibt Anwälte und es gibt Gärtner, die sich vor einem Jahr angefangen haben, darüber zu unterhalten, was sie selbst von diesem Gelände erwarten. Und dann ein Jahr später, in diesem Sommer, nochmal ergänzt durch Gespräche, die sich mit dem Ist-Stand beschäftigen, also das, was erreicht worden ist in diesem einen Jahr und wohin man jetzt blicken kann. Das ganze Material, das ist auch ständig hier auf dem Computer verfügbar, das können sich die Beteiligten ansehen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich da längere Zeit zu verbringen, sich einzulassen, sich wirklich kennenzulernen, damit man auch tatsächlich was zusammen machen kann. Ein Anliegen von der heutigen Präsentation war ja auch doch, dass das unsere gemeinsame Präsentation ist. Also hier und nicht Saschas und meine. Ja. Die nächste Runde. Und los geht's mit den neuen Fragen. Viel Spaß.